Hallo zu einem neuen Food Haul von mir. Ja, ich habe mal wieder richtig viel eingekauft und dachte mir, darüber mache ich einen Food Haul. Ich war wie immer beim Netto einkaufen und ja, ich habe jetzt so ein paar Sachen gekauft und ich zeige euch jetzt auch gleich was. Viel Spaß dabei. So, ich würde sagen, wir fangen hier vorne an. Und zwar habe ich einmal Tomatenmark gekauft, weil, das habe ich jetzt am Anfang des Videos gar nicht gesagt, ich habe ein ein Erlebniskochen mit dem Thermomix und dafür habe ich ein paar Sachen gebraucht, unter anderem dieses Tomatenmark. Dann habe ich wie immer zweimal Mozzarella gekauft, einmal Teewurst in Rügenwalder Art, also die feine. Dann habe ich mir einen Brie gekauft, ich hatte voll Hunger auf Käse, deswegen habe ich mir den mitgenommen. Einmal ganz normale Butter, eine Packung Senf, das brauche ich auch für das Erlebniskochen. Dann habe ich mal wieder so Heringshappen mitgenommen. Das Problem war, ich hatte ja wegen Hunger, deswegen habe ich die mitgenommen. Und 4 Brötchen habe ich noch gekauft. Dann habe ich eine Packung Gouda gekauft. Eigentlich sollte ich Emmentaler kaufen, weil da kriegt man ja so eine Einkaufsliste zugeschickt. Aber ich muss sagen, dass ich lieber Gouda mag, deswegen habe ich Gouda genommen. Außerdem habe ich keinen Emmentaler am Stück gefunden. Dann habe ich mir diesen Grünländer gekauft. Der ist so, so lecker. Und ja, deswegen habe ich mir den wieder mitgenommen. Hier drüben habe ich noch normale Bockwurst und Käsebockwurst, weil ich gern Currywurst machen würde. Und ich wollte mal so Käsebockwurst probieren. Deswegen, ja, habe ich die gekauft. Hier drüben habe ich einmal Gelbwurst mitgenommen. Einmal Schinkenwurst. Und im Moment darf das bei uns nicht fehlen, und zwar Salami. Deswegen habe ich 2 Packungen Salami gekauft. Dann habe ich noch was für den Roy mitgenommen. Und zwar diese Sticks hier, die liebt er ja. Einmal in Pansen und einmal mit Geflügel. Dann habe ich klare Gemüsebrühe, aber in Würfel gebraucht. Ich muss sagen, ich habe eigentlich immer die Pulverform genommen. Aber jetzt für das Kochen brauche ich die in Würfel. Deswegen habe ich mal die genommen. Eine Packung Schlagsahne, da habe ich mich jetzt auch für die entschieden. Ich überlege schon, was ich mit dem Rest mache. Vielleicht mache ich da wieder so eine One-Pot-Pasta, weil das sind 500 Milliliter drin und ich brauche eigentlich nur 100. Aber ich dachte halt mit dem Schraubverschluss, dann kann ich damit noch One-Pot-Pasta machen. Dann 2 Packungen dieser Kartoffelsticks. Ich liebe die einfach, ich esse die so gerne. Und irgendwie wollte ich was zum Knabbern, deswegen habe ich mich für die entschieden. Dann habe ich 2 Packungen Kloßteig mitgenommen, weil wir an Ostern Rouladen machen. Und dafür habe ich jetzt noch Kloßteig besorgt. Das Fleisch besorgt meine Mama. Dann für die Currywurst habe ich Curry-Gewürzketchup gekauft. Ja, ich mache das immer einfach nur warm und dann passt es schon. Genau, und dafür habe ich das gekauft. Dann hier hinten 2 Apfelsaft, wie immer den Natur drüben. Ups, jetzt seht ihr es. Eine Packung Mehl und dann ist beim Netto im Angebot im Moment kaufe 3, zahle 2 von Ariel und da habe ich mir jetzt 2 die Pots mitgenommen und 1 das Pulverwaschmittel. Ihr wisst ja, dass ich die Pots zum Beispiel nur für Kleidung verwende und das Pulver dann für Bettwäsche oder Decken und deswegen habe ich die Kombi mitgenommen. Für den Philipp habe ich 1 gekauft die Cini Minis, der liebt die im Moment voll. Der isst im Moment voll oft Müsli und dann hauptsächlich diese Cini Minis. Und deswegen habe ich da wieder eine Packung mitgenommen. Und weil er so viel Müsli isst, brauchen wir auch viel Milch im Moment. Darum habe ich jetzt wieder eine ganze Kiste ganz normale Milch gekauft in 3,5%. Und ja, genau. Deswegen die Milch. Und hier hinten seht ihr noch, ich habe 1 Eistee und 1 Wasser gekauft. Ja, einfach dann, damit ich Eistee für den Dennis da habe, falls er mal zum Philipp kommt. Und Wasser für mich und für den Philipp. Ja, und das war jetzt mein Einkauf vom Netto. Ja, war wieder eine Menge. Ich hoffe, ich habe nicht wieder übertrieben, vor allem mit dem Kloßteig, weil, ja, das sind 2 Packungen, ne? Aber was soll's, das kann man ja auch so noch essen. Ich würde sagen, dass es jetzt eigentlich auch schon war, würde ich den Food Haul beenden. Verlinke euch wie immer zum Schluss hier meinen Kanal hin zum kostenlosen Abonnieren, dann verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Und hier mache ich euch noch 2 andere Videos von mir hin. Falls ihr Bock habt, könnt ihr da gerne noch vorbeischauen. Und dann wünsche ich euch alle schöne Ostern und falls wir uns vorher nicht mehr sehen, ich glaube nicht, nee. Genießt die Feiertage und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!